Hallo, ja, ich wollte dir heute einen neuen Input geben, der super, super wertvoll ist. Nämlich, wenn du erkennst, dass das, was die anderen sagen, nichts anderes ist als deine innere Überzeugung. Das ist eine der allerwichtigsten Erkenntnisse, die dich in die absolute Freiheit führt, wenn du realisierst, wie schön und wunderbar es doch ist, wenn andere Menschen dir sagen, wo du gerade stehst. Wenn du nicht andere Menschen dafür verdammst, dass sie dir zum Beispiel irgendwelche Sachen ins Gesicht sagen, die sich ganz hässlich anfühlen, wenn du dann weißt, dass es eigentlich in Wahrheit deine ureigenste, tiefe, versteckte Überzeugung ist. Dann musst du auf keinen mehr böse sein, dann musst du keinem mehr verzeihen, dann musst du niemanden mehr grollen, sondern du verstehst den Sinn des Lebens, dass alles aus dir heraus entsteht, dass jede Manifestation im Außen eine Reflexion deiner innersten Überzeugung ist. Falls du mich zum ersten Mal siehst, mein Name ist Patricia Denner. Ich bin Divine Creation Coach und Master of Divine Healing. Und meine Mission ist es hier, dich und aber Millionen, Milliarden Menschen davon zu befreien, dass sie Opfer sind, dass sie ausgeliefert sind, dass sie womöglich irgendetwas sein, tun, machen oder versuchen müssen, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Ja, wie sieht das aus mit diesem Spiegel im Außen? Viele haben das gehört, aber wissen nicht genau, wie sie das anwenden sollen und was tatsächlich dahinter steckt. Ja, das ist dein Spiegel. Ich nehme mir ein Beispiel. Unsere Überzeugungen werden uns wiedergespiegelt. Wenn zum Beispiel Menschen, bei mir war das vor vielen Jahren so, aber das ist mir ganz tief hängen geblieben. Mein Ex-Mann hat zu mir gesagt, niemand mag dich. Niemand mag dich. Du bist total unbeliebt. Du bist unbeliebt. Niemand mag dich. Und das fand ich natürlich ganz, ganz schrecklich damals. Das war ja für mich so, boah. Aber die Wahrheit war, mein Ex-Mann war kein Böser und ist immer noch kein Böser. Ich habe ihn mit meiner Energie dazu kreiert, mir im Außen zu zeigen, was meine tiefste innere Überzeugung ist. Und damals war diese Überzeugung ganz, ganz groß, ganz, ganz tief, ganz, ganz fest, dass mich tatsächlich niemand mag. Und das hat Konsequenzen, ja. Wenn ich glaube, niemand mag mich, gibt es viele Gründe von dieser Geschichte, wo diese Überzeugung herkommt. Da habe ich natürlich eine Geschichte dazu. Da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen aus der Vergangenheit und dass ich geboren wurde und meine Mutter mich im Adoptivheim lassen wollte, das aber dann irgendwie nicht ging und ich halt mich die ganze Zeit abgelehnt und nicht angenommen gefühlt habe. Meine Halbgeschwister, ich habe dann vier Halbgeschwister noch bekommen. Die hatten dann meinen Adoptivvater als leiblichen Vater. Ist ja klar, dass ich dann glaube, als logische Konsequenz, niemand mag mich. Überall, wo ich bin, bin ich nicht erwünscht. Ich bin geduldet. Ich bin akzeptiert. Ja, und das hat mir die Welt gezeigt. Und mein Ex-Mann hat damals ganz klar ausgesprochen, was meine Überzeugung ist. Es ist meine Überzeugung gewesen. Und es ist nicht so gewesen, dass die Wahrheit war, dass mich niemand mag, sondern es war einfach so, dass ich davon ausgegangen bin, dass mich niemand mag, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich mich so benommen habe und dass ich so gedacht habe. Wie denkt und fühlt ein Mensch, der davon ausgeht, dass er nicht gemocht wird? Dass niemand ihn mag, dass er nicht akzeptiert wird, dass du nicht dazugehörst. Was denkst du? Und alles, was du denkst, alles, alles, alles,
kannst du nicht verstecken. Das sind ganz klare Informationen, die als Energie von dir ausgesendet werden. Und wenn die einer aufschnappt und sie quasi in Worte fasst und dir sagt, was du ganz tief in deinem Inneren glaubst und das eben auch ausstrahlst, dann ist der andere nur ein Nachrichtenüberbringer, dann ist er ein Klarheitsbringer, dann ist er nicht ein Böser, der dich verletzen möchte, sondern er kann nicht anders, als dir deine energetische Information in Worten wieder zu spiegeln. Und so ist es ausnahmslos mit allem, mit allen Situationen. Wenn du jetzt in irgendeine Situation in deinem Leben gehst, wo du denkst, so ein Arschloch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, oder irgendetwas, was dich wirklich noch verletzt, geh in diese Situation und sei ehrlich mit dir und schau, fühle, erinnere dich, wie du dich damals gefühlt hast, was dein Selbstkonzept war, wie du dich selbst gesehen hast, wie du dich selbst gefühlt hast und wie du über dich und die anderen Menschen gedacht hast. Und dann wirst du unweigerlich erkennen müssen, dass es genau das war, was du angenommen hast, dass es genau das war, wovon du ausgegangen bist, dass dein Leben dir genau das reflektiert hat, was du vom Leben erwartet hast, was du von den Menschen erwartet hast, was du erwartet hast, wie du ankommst, wie du wirkst. All das ist immer so. Ausnahmslos. Und wenn es noch so weh tut, du kannst weinen, du kannst schreien, du kannst zappeln, du kannst wirklich die Schuld auf die Menschen oder auf deine Manifestationen im Außen schieben. Aber die Wahrheit ist, du hast es kreiert. Mit deinen Überzeugungen, mit deinen Annahmen, mit deinem Selbstbild, mit deinem Weltbild, mit all dem, was du glaubtest, was die Realität so ist, was sie bringt, was du davon zu erwarten hast. Und das ist ein Befreiungsschlag. Wenn du das erkennst, wenn du diese Wahrheit erkennst, wenn du diese Wahrheit erkennst, dass du alles bewirkst durch dich hindurch und dass es da kein Versuchen gibt oder kein Gut und kein Richtig und kein Falsch im Kreieren, im Manifestieren. Es ist eine 1:1 Folge. Es ist eine 1:1 logische Konsequenz, wie im Innen, so im Außen. Da lässt sich nichts dran rütteln. Das Einzige, was du tun kannst, ist, das nicht zu erkennen. Irgendwo zu glauben, dass es eine Macht außerhalb von dir gibt, die gegen dich ist, was ich auch sehr lange geglaubt habe, glaube mir. Ich habe Fremdenergien bearbeitet, ich habe Wünsche und Flüche und was weiß ich nicht, was alles bearbeitet. Und jetzt weiß ich, dass es das im Außen nicht gibt. Und wenn es das gibt, habe ich es im Innen kreiert. Und wenn ich es kreiert habe, kann ich es auch wegkreieren, respektive kann ich anstatt dessen etwas anderes kreieren. Ja, es ist alles möglich, es steht alles zur Verfügung, es ist alles schon kreiert. Nur ich wähle. Ich wähle, wer ich bin, ich wähle, was durch mich bewirkt wird, ich wähle, was sich im Außen zeigt, indem ich es zuerst für mich gewählt habe und dann in dieser Überzeugung bleibe, in dieser Energie bleibe, in dieser Ansicht bleibe, in dieser Wahrnehmung bleibe. Und schon ist mein Leben anders. Und das kann jeder tun. Und ich weiß, es ist keine leichte Sache, weil wir es nicht beigebracht bekommen. Und deswegen kannst du Unterstützung bekommen von meinem Mentorenteam, den Master of Divine Creation, die dir auf die Schliche kommen, die dir sagen, wo du wie was kreiert hast, obwohl du es gar nicht selber weißt, obwohl du nicht wahrgenommen hast, dass du solche Annahmen hattest. Das Gesetz der Annahme ist die Riesenpower. Wir können annehmen, was wir wollen. Wir können glauben, was wir wollen. Da ist unsere Kreationskraft drin.
Ja, schau dir die Mentorinnen an, die sind da, die sind bereit. In einem kleinen Coaching für 60 Minuten kannst du mal schauen, was alles möglich ist für dich. Kannst du buchen auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Wenn du sagst, ich weiß, da ist mehr, das geht tiefer, ich will tiefer ran, dann buchst du dir gleich 4 Stunden ein Package mit deiner persönlichen Mentorin. Und wenn du sagst, ja, ich will diesen Lifestyle für mich kreieren, die Frau, die alles hat. Ich weiß, ich bin die Frau, die alles hat und die sich alles kreieren kann. Dann kommst du in unser Mastermind. Da ist dein persönliches Mentoring dabei. Da hast du eine Mentorin an deiner Seite, genauso wie dass du in der Gruppe dabei bist und diese Gruppe. Alles, was die Gruppe löst, eine einzelne Frau in der Gruppe löst, wird für dich mitgelöst. Es kommt für dich ans Licht, es gibt für dich die Klarheit. Und die Klarheit ist Wahrheit und die Wahrheit ist Freiheit und Liebe und Perfektion. Und in diesem Zustand zu leben, dafür bist du hier, dafür bist du geboren. Und das ist dein Geburtsrecht und dafür musst du dich nicht anstrengen, dafür musst du keine Bedingungen erfüllen, da musst du nicht anders sein, du musst nichts lernen, sondern du musst einfach nur den ganzen anderen Bullshit, der dir das Gegenteil erzählt hat, loslassen. In diesem Sinne, mach diese Übung. Du bist sowieso dein selber dein bester Coach, du bist immer bei dir, du bist immer an deiner Seite. Lerne dein bester selber Coach zu sein. Aber dennoch ist es halt wie beim Friseur. Die Haare hinten gerade schneiden ist einfach schwierig. Und wenn ich die beste Friseurin auf der Welt bin, dann brauche ich doch eine andere gute Friseurin, die mir hinten die Haare gerade schneidet. Und so ist es auch beim Mentoring. Es geht nur darum, diese Sachen zu erkennen, die Perspektiven aufzudröseln, damit du die Klarheit und die Wahrheit hast. Und schon bist du ein Stückchen freier. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Meine Homepage mywellfeeling.com. Solltest du das auf YouTube anhören, bitte hinterlass mir ein Like, bitte abonniere meinen Kanal und am besten kommst du auch in meine Facebook-Gruppe, weil da gibt es noch mehr Austausch, noch mehr Support, da gibt es eine Challenge. Die Rima wird wieder übrigens eine neue Challenge starten, die Selbstliebe-Challenge. Freut euch drauf, macht mit. Es ist nichts Tolleres, als sich selbst zu befreien in ein Leben der Wünsche und Träume. Schönen Tag!